Also ich habe mich heute auf den Weg gemacht von Halle nach Krakau. In den nächsten Tagen geht es weiter nach Budapest in Ungarn. Geht es weiter nach einem kurzen Aufenthalt nach Bukarest, also in Rumänien, und dort weiter Richtung moldawisch-ukrainische Grenze. Mit ein bisschen Glück noch nach Moldawien und dann zurück. Ziel ist es dabei, sich so ein bisschen die Grenzen der EU anzugucken und die Unterschiede auch, je weiter man nach Osten kommt. Aber auch zu sehen, wie speziell die EU-Außengrenze in Rumänien die Menschen beeinflusst. Eins muss ich noch sagen, ich bin nicht allein unterwegs, sondern meine Freundin begleitet mich auf der Reise. So, der erste Tag auf der Reise. Heute haben wir die deutsch-polnische Grenze überschritten, so gegen 12 Uhr mittags. Gemerkt haben wir davon nur, dass sich das deutsche Bahnpersonal verabschiedet hat und die nächste Ansage auf Polnisch war: keine Grenze, kein Schlagbaum, nichts. Nicht mal ein kurzer Stopp. War ganz angenehm. Aber jetzt sitzen wir irgendwie schon fast 10 Stunden im Zug. Langsam könnte das zu Ende sein. Aber wir sind auf dem Weg nach Krakau. Und werden es heute noch erreichen und werden dann gucken, wie wir weiter wegkommen. Wir sind in Krakau angekommen. Eine unwahrscheinlich touristische Stadt. Aber das hat auch erst zu heißen. Es gibt viele schöne Sachen, um sich anzugucken. Leider merkt man wenigstens von dem Charme Polen, aber naja, das ist halt so. Hinter mir sieht man ganz gut die Marienkirche, eine der wichtigsten Kirchen von Polen. Und wir haben die letzten Tage uns so ein bisschen in der Altstadt umgeguckt in Polen, im Kazimierz, im alten jüdischen Viertel, und in Podgórze, im ehemaligen jüdischen Ghetto. Aber wir sind auch nach Nowa Huta gefahren. Nowa Huta ist der Satellitenteil der Stadt, das heißt der Sowjetpart. War sehr interessant, haben viele schöne Sachen gesehen. Ich habe viele alte Freunde wieder getroffen, es hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht.